Boah, schon wieder Januar, unfassbar. Echt, die Zeit vergeht wie im Flug. Aber so langsam, der Stuhl wird nicht besser. An der Route fehlen Ringe, die Schnur geht kaputt. Und Fische fange ich damit auch nicht mehr. Tja, die letzten Jahre hat es gut funktioniert. Aber jetzt möchte ich dann doch ein bisschen mehr Professionalität in mein Angeln legen. Aber irgendwie habe ich absolut keinen Plan, wie ich das angehen soll. Was ist das denn? Da ist ja wohl Hilfe vom Himmel gefallen. Das kleine Kopfruten einmal eins. Was du meinst, was du brauchst. Natürlich alles. Seite 1 bis 300. Oh, so da reicht mein Geld nicht für. Aber worauf es wirklich ankommt, da wird's richtig spannend. Ich glaube, da blätter ich mal zuerst hin. Moin moin zusammen, da bin ich mal wieder. Und zwar seht ihr jetzt hier mal wie immer das Nötigste, was wir beim Angeln brauchen. Ich habe in den letzten Monaten so viele Fragen bekommen. Was braucht ihr wirklich? Ihr schleppt so viel Sachen mit. In den Kommentaren unter unseren Videos kann man manchmal, das amüsiert mich immer sehr, wenn da Leute sagen, ich setze mich mit einem Kilo Paniermehl, Vanillezucker und einem Klappstuhl ans Wasser und ich fange genauso viel mit weniger Zeug. Darüber machen wir vielleicht irgendwann mal ein separates Video. Also wenn ihr Bock auf so ein Video habt, dass wir das mal testen, die Sachen gegen Klappstuhl und Paniermehl, dann natürlich einen Daumen nach oben und einen Kommentar geben. Heute aber ein Thema, was brauche ich wirklich zum Kopfrutenangeln und vor allen Dingen, wie suche ich mir die Sachen zusammen, um nicht vor einer riesen Auswahl an Produkten zu stehen, keine Ahnung zu haben, worum es geht. Heute gehen wir auf die einzelnen Sachen, die ihr wirklich braucht, um einen professionellen Einstieg ins Kopfrutenangeln zu haben. Gehen wir darauf ein, ohne euch natürlich das ganze Bankkonto leer zu rauben. Von daher, bleibt dran und ich freue mich. Wir sehen uns. Fehler Nummer 1 auf der Liste und für mich eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt in jeder Angelei ist natürlich die richtige Sitzkiepe oder der richtige Aufbau. Ohne die richtige Sitzkiepe habt ihr eigentlich schon verloren beim Angeln. Euch nützt die beste Route nichts, wenn ihr eine scheiß Sitzkiepe habt. Ihr sitzt darauf 5 Minuten, habt schon Rückenprobleme des Todes, habt keine vernünftigen Armbauteile, ihr habt nichts geordnet, ihr müsst euch alles rumsuchen. Von daher vergesst das. Auch dieser typische Klappstuhl und so. Mag alles schön und gut sein, fürs Angeln mit der Kopfrute einfach nicht zu gebrauchen. Wir brauchen so viele Anbauteile, die nachher Dreh- und Angelpunkt sind, um halt professionell mit der Kopfrute zu angeln. Weil das ist das, was ich euch zeigen möchte. Ich möchte Leuten, die keine Ahnung haben von der Materie oder den Einstieg suchen, trotzdem auf einer vernünftigen Basis zeigen, wie man in dieses professionelle Kopfrutenangeln einsteigen kann. Welche Sitzkiepe ihr euch aussucht, ist eigentlich eure Sache. Es gibt so viele unterschiedliche Marken, so viele unterschiedliche Bauformen, so viele unterschiedliche Möglichkeiten, auch natürlich welches Gewicht ihr haben wollt, wie viel ihr schleppen könnt, ob ihr eine leichte Sitzkiepe haben wollt, ob ihr natürlich mit der Karre zum Wasser fahrt wie ich, da interessiert euch das Gewicht von der Sitzkiepe nicht. Für mich sind einfach nur wichtig, ich muss bequem sitzen und für mich noch wichtiger, ich muss wissen, wenn die Sitzkiepe einmal steht, dann steht die. Wenn ich jetzt anfange, hier eine 5000 Euro Kopfrute und für 5000 Euro Kids hinzulegen und bei irgendeinem Stein, der wegrutscht, klappt mir hier alles zusammen und alles bricht kaputt, dann ist natürlich die ganze Aussucherei, ja, ich sag mal, für ein A. Und dann habe ich natürlich vom schönen Angeltag auch nichts mehr. Dann kann ich mir den Müll zusammensuchen, ins Auto packen und natürlich mit schlechter Laune nach Hause fahren. Ich habe hier das neue Modell und zwar unsere Absolute Station. Ich habe die jetzt, seitdem sie rausgekommen ist, letztes Jahr im Januar, also jetzt genau ein Jahr. So sieht die auch schon aus. Also verzeiht mir bitte, ich bin kein großer Angelsachenputzer. Aber ich bin mit dieser Kiepe unfassbar zufrieden. Die steht ultra stabil, ist extrem schnell aufgebaut. Hat natürlich ein etwas höheres Gewicht, was mir persönlich eigentlich auch zugute kommt. Weil wenn diese Kiepe einmal steht, egal ob ein bisschen Wellen ist, ob mal eine Welle überschwappt, ob mal ein bisschen Wind ist, gerade wenn man einen Köderschirm anbaut und man sitzt nicht auf der Sitzkiepe, und meine Sitzkiepe wiegt nur 5-6 Kilo und der Köderschirm, da wird einmal vom Wind gepackt, der reißt mir alles um. Deshalb eine Kiepe, die mal ein bisschen was wiegt, kann man sehen, da passiert gar nichts mehr. Und wenn ich da noch drauf sitze, dann sowieso nicht. Bei der Sitzkiepe noch ein kleiner Tipp von mich an euch. Ich bin extrem unordentlich, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und ich habe auch keine Lust, immer 50 verschiedene Taschen mitzuschleppen, wo ich alles mögliche an Kleinmaterialien mitschleppe. Aber manchmal sind einfach so ein paar Kleinmaterialien, die man immer dabei hat, ziemlich wichtig, um gerade auf Situationen reagieren zu können. Dafür, unsere neue Sitzkiepe hat 3 Schubladen und wir haben jetzt brandneu Schubladeneinsätze. Diese blauen Einsätze könnt ihr genau in eure Sitzkiepe oder in eure Schubladen machen. Und ich habe immer alles geordnet und ich bin extrem effizient am Wasser. Habe ich alles geordnet drin, wie gesagt, von Hakenlösern über Schnüre bis Stoppuhr bis Fett. Unten drin habe ich noch ein paar Ersatzmontagen. Ich habe hier Stifte, ich habe hier meine Schere, meine Zange und oben noch mal ein bisschen Blei und ein paar Ersatzposen. Deshalb ganz wichtig, haltet immer Ordnung bei euch am Platz. Kleiner Tipp von mir mit großer Wirkung. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, um euch das Leben am Wasser einfacher zu machen, ist natürlich ein vernünftiger Tisch. Ihr wollt eure Sachen nicht auf dem Fußboden stehen haben, deshalb solltet ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen für den Tisch.
Wie groß der letztendlich ist, hängt von euch ab, natürlich, wo ihr angelt, was ihr machen möchtet. Für mich ist ganz wichtig, der Tisch ist auch so ein bisschen so ein kleiner Dreh- und Angelpunkt, wo ich meine kleinen Teile drauf habe und natürlich auch meine Kids. Deshalb habe ich einen etwas größeren Tisch, nehmen wir den Venterlight XL, wenn ich mich nicht ganz irre. Im Fall die nicht die ganz große Version, sondern so die einen darunter. Und habe hier zwei Anbauteile dran. Zum einen hier habe ich eine kleine Klemme dran. Ich bin jemand, ich liebe Köderschirme. Ich mag dieses Verdeck, was da dran ist. Das habe ich abgebaut. Mag ich nicht, weil ich da drüber ziehen kann. Das nimmt extrem viel Raum und Platz weg. Dafür haben wir hier einen Köderschirm. Den könnt ihr aufklappen. Ihr schraubt hier unten einfach die Stange raus. Schraubt die oben wieder rein. So ein Köderschirm ist einfach extrem wichtig, um eure Köder zu schützen. Erstmal vor neugierigen Blicken. Gerade bei Wettkämpfen, wenn ihr irgendein Geheimrezept rausgefunden habt, sollte natürlich nicht jeder bei euch auf den Tisch gucken und sagen, oh, der Mann angelt damit und damit. Das mache ich beim nächsten Mal auch. Für die eine Sache und natürlich für die andere Sache, gerade im Sommer, vor Sonne, aber auch vor Feuchtigkeit, um eure Köder zu schützen. Und ich finde, sieht auch mal besser aus, natürlich, wenn er sauber wäre. Den könnt ihr hier einfach in diesen Halter reinstecken. Je nachdem, wo ihr ihn anbringen wollt, ich habe den relativ weit vorne, damit ich hier noch einen zweiten anbringen kann, in großen Wettkämpfen, damit ich quasi alles abgeschirmt habe. So reicht das aber für mich. Könnt ihr natürlich in der Höhe variieren, liegt ganz an euch. Und dann habe ich hier noch ein selbstgebasteltes Teil. Das ist einmal aus so einer Klemme von so einem Schirm. Und von einer ganz normalen Klemme mit so einer Vierkantaufnahme von Preston. Da habe ich meine Kids immer dran. Meine Kids müssen irgendwo an der Sitzkiebe befestigt sein, einfach damit nichts umfällt. Man kann auch zweimal ja, so einen Ständer hier dafür nehmen. Aber bei Wind fällt mir wieder alles um, fliegt mir um die Ohren, das habe ich keine Lust drauf. Dafür habe ich jetzt hier von Preston so eine Ablage. Die kann ich mir hier reinstecken. Mach die fest. Hab die hier stehen. Kann hier den untersten Teile von meinen Kids reinmachen. Die klemmen sich hier auch richtig gut rein, also die fliegen nicht raus. Hab dann natürlich hier das passende Gegenstück dazu. Das klappe ich mir auf, kann mir das hier einfach davor stellen, in den Abstand, wo ich es brauche. Pack da meine Kids drauf und wenn ich angel, stören nehme ich nicht. Ich kann hier meinen Kescher dran vorbeiarbeiten. Die Kids liegen immer weg, aber trotzdem muss ich mich nicht ewig weit bücken. Alles ist in der Nähe und ich kann super schnell auf jede Situation reagieren. Deshalb die Auswahl des richtigen Tisches ist für euch ganz besonders wichtig und solltet ihr immer im Auge behalten. Der wichtigste Punkt, den wir beachten müssen, meiner Meinung nach, um entspanntes Angeln zu haben, ist die Wahl der richtigen Kopfrute. Und ich glaube, wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, nichts wurde ich in den letzten Monaten öfter gefragt als, hey Mick, ich will mir eine neue Kopfrute kaufen, welche soll ich mir denn holen? Und die erste Frage, die ich dann immer stelle, ist, denk mal drüber nach, wo möchtest du angeln, auf welchen Fisch möchtest du angeln? Wichtige Kriterien beim Auswahl einer Kopfrute ist zum einen ganz klar euer Preisbudget. Kopfruten fangen an 200-300 Euro und enden Open End. Also ich sag mal, bei Preston sind glaube ich so um 3.500 Euro. Bis dahin liegen wir ungefähr im Preissegment. Zweite Frage, ganz wichtig ist, welchen Fisch wollt ihr angeln? Wir haben hier zum Beispiel auf der linken Seite in dem Fall Competition-Routen. Competition-Routen sind sehr leichte Routen, sehr steife Routen, die für die Angelei an Kanälen gemacht sind. Das heißt auf Rotaugen, Brassen. Die sind sehr schnell. Die sind sehr reaktionsintensiv, bedeutet, wir können sehr schnell Anhiebe machen. Dadurch, dass sie halt sehr steif sind, haben die nicht genug Elastizität, um extrem dicke Gummis zu angeln. Das heißt, die Kids sind deutlich leichter. Das ist alles fürs feine Angeln ausgelegt, für dünne Schnüre, dünne Elastics. Da können wir halt nicht in die Kids einen Karpfengummi reinpacken und am Karpfenteich angeln. Auf der rechten Seite haben wir eine Karpfenrute. Die Karpfenruten sind deutlich elastischer, deutlich weicher. Die haben eine komplette Biegung und da sind natürlich für dicke Materialien ausgelegt. Das heißt, dicke Schnüre, dicke Gummis. Da gibt es aber noch zu unterscheiden. Jetzt, welchen Fisch wollt ihr angeln? Da habt ihr schon mal eure Routenwahl. Jetzt geht es auch die Frage, welches Gewässer müsst ihr angeln? Und da müsst ihr jetzt aufpassen. Manche Routen, zum Beispiel die Superium-Serie, haben kürzere Kids. Bedeutet, die Kids sind 2,40 Meter bei den Zweiteiligen. Beziehungsweise, ich glaube, 3,50 Meter bei den Dreiteiligen und 4 Meter irgendwas bei der Vierteiligen Kids. Bedeutet, das mag in England funktionieren, aber die deutschen, holländischen Kanäle sind ziemlich tief. Heißt, ihr wollt auf Brotaugen Brassen angeln in Kanälen. In Deutschland und ihr guckt, ich sag mal, ihr habt Gewässertiefen bis 6 Meter, die ihr angeln müsst. Heißt, eure Kids müssen natürlich auch diese 6 Meter Marke erfüllen. Die Kids, gehe ich gleich nochmal drauf ein, die sind natürlich mit dem Pullerbarsch vorgesehen, dass ihr halt einen Seitenausgang habt, um den Gummi zu ziehen. Und die Competition Kids natürlich sehr leicht gemacht. Die haben einen Bereich, wo ihr solche Puller-Kids einbauen könnt. Aber natürlich beim Rassenangeln brauchen wir sowas nicht, weil wir halt mit dünnen Gummis angeln. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir sowas benutzen werden. Der wichtigste Tipp ist dann, wenn ihr wisst, wohin es gehen soll, geht zum Fachhändler, nehmt die Ruten mal in die Hand. Ich habe schon oft Ruten gehabt, die extrem teuer waren, wo ich dachte, die müssen der Wahnsinn sein. Ich gehe zum Händler und habe festgestellt, die Rute ist nichts für mich. Die ist mir zu weich, die ist mir zu kopflastig, die Kids sind mir zu dünn, die drücke ich mir kaputt. Weil nicht jede High-End-Rute
kann auch High-End geangelt werden. Also es gibt viele Gummiz oder viele Routen, die für gewisse Situationen gar nicht ausgelegt sind, für gewisse Gummizugstärken. Von daher geht zu eurem Händler, nehmt euch die Routen in die Hand, lasst euch da ein bisschen beraten. Aber stellt euch im Vorab schon mal die drei Fragen, die sind ganz wichtig. Und damit, denke ich, habt ihr eine sehr einfache Möglichkeit, euch schnell, sicher und auch vor allen Dingen kosteneffizient wie möglich die perfekte Kopfroute auszuwählen. Jetzt mache ich noch mal kurz ein paar Worte über die Kits. Ihr habt natürlich für unterschiedliche Kopfrouten und unterschiedliche Einsatzgebiete der Kopfrouten unterschiedliche Kits. Wir haben einmal auf der linken Seite die Kits für die Match-Kopfrouten und auf der rechten Seite die Kits für die Karpfenkopfrouten. Die unterscheiden sich hauptsächlich natürlich einmal im Gewicht. Bei der Competition-Kopfroute oder generell bei den Wettkampf-Kopfrouten ist es so, da ist alles darauf konzipiert, möglichst leicht zu sein. Wir müssen 5 Stunden mit der Route aktiv angeln. Wir wollen schnell sein und wir angeln auf keine großen Fische mit leichten Materialien, mit dünnen Haken, mit dünnen Schnüren. Dementsprechend wollen wir auch leichte Kits haben, dünne Kits, weil wir auch mit dünnen Gummizügen angeln. Anders ist es bei den Karpfenkopfrouten oder bei den Kits der Karpfenkopfrouten. Die sind halt stabiler gemacht. Die wollen große Fische angeln mit großen Gummis, mit großen Haken. Deshalb müsst ihr natürlich im Auge behalten, auch das Gewicht eurer Kopfrouten. Wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt immer auf 13 Meter angeln, und fischt hauptsächlich auf kleine Fische, ist eine Karpfenkopfroute eher nicht das, was ihr euch zulegen solltet. Weil eine 13-Meter-Route, muss man sich vorstellen, selbst die teuren 13-Meter-Routen sind natürlich nicht so leicht, dass man die jetzt den ganzen Tag entspannt halten kann. Da ist eine 11,5-Meter-Route wahrscheinlich besser. Ich würde auch jedem Einsteiger empfehlen, für das gleiche Geld eine gute 11,5-Meter-Route zu holen, anstatt eine 13-Meter-Kopfroute, weil dieses 13-Meter-Teil, je nachdem, welche Route man hat, bringt so viel Unterschied in die Route, verändert die Route so extrem. Und viele Hersteller haben auch das Problem, dass sie so lange Mini-Extensions an die Routen dran machen, dass ihr auf 13 Meter die Route gar nicht mehr fischen könnt. Ein kleiner Tipp, den ich mit ans Herz legen kann, wenn ihr die Kopfrouten oder auch die Kits habt, passt bitte ein bisschen natürlich auch beim Transport. Ich habe hier die Hardcases. Ihr bekommt diese Plastikröhren, die halte ich für sehr unkomfortabel. Einerseits müsst ihr jedes einzelne Teil aus einzelner Röhre mitschleppen. Wenn ihr mal die ganzen Kits in Röhre packen würdet, habt ihr 50 Röhren hier. Da hilft euch alles nichts mehr. Und im Sommer, wenn es heiß wird, verbiegen sich die Röhren. Manchmal kriegt man dann die Kits gar nicht mehr in die Röhren rein bzw. raus. Solltet ihr natürlich noch Fragen zu den Kopfrouten haben, meldet euch jederzeit bei einem unserer Teamangler. Wir helfen euch jederzeit weiter. Aber vorab macht euch schon mal Gedanken. Und bis dahin, denke ich, sollte die Auswahl der Kopfroute ein ziemlich einfaches Spiel für euch werden. Der Gummizug ist eigentlich das A und O, um nachher sicher eure Fische zu fangen in der richtigen Geschwindigkeit und natürlich die auch sicher ans Land zu bekommen, nicht, dass ihr die irgendwo oder im Wasser verliert. Da gibt es eigentlich 3 Arten von Gummizügen. Wir haben einmal Vollgummizüge, Hohlgummizüge und die sogenannten Kombi- oder Dura-Slips, eine Kombination aus beiden. Kurz Einsatzgebiete, die Vollgummizüge habe ich hier, ganz normale Slip-Elastics, die gibt es schon seit weiß nicht wie vielen Jahren auf dem Markt. Das sind einfach Gummizüge, ich sag mal von 0,5 bis 1,2 mm. Die sind wirklich für den ganz normalen Stippbereich mit den Competition-Routen. Das heißt auf Rotaugen, auf Brassen, auf Güstern, halt auf alle kleinen Fische, ganz normale Wettkampfangeln. Ich persönlich benutze eigentlich fast nur 3 Größen. Das ist zum einen der Orangene, das ist mein Lieblingselastik, da angle ich eigentlich auf Brassen mit, auf Skimmer, auf Rotaugen. Der ist nicht zu hart, nicht zu weich. Dann habe ich einmal den Blauen, das ist die Nummer 5, das ist der mit 0,9 mm. Da angle ich dann schon auf größere Brassen mit. Und dann habe ich einmal den grünen, der ganz dünne, in 0,7 mm. Da angle ich dann wirklich im Winter auf kleine Rotaugen mit 22er, 24er, 26er Haken, wenn es wirklich leicht sein muss. Also dieses 0,7, 0,8, 0,9 deckt eigentlich zu 99% meine komplette Fischerei im Bereich Rotaugen, Güstern, Brassen ab. Dann Hollow Elastics habe ich nicht hier. Ich mag keine Hollow Elastics. In meine Karpfenkits packe ich auch wirklich nur Duraslip. Diese Kombination aus beiden, auch in unterschiedlichen Durchmessern von 0,9 bis, ich weiß es gar nicht genau, bis 3, irgendwas, glaube ich, mittlerweile. Die sind halt eine Verbindung aus Holo und Vollelastik. Bedeutet, ihr habt irgendwann beim Vollelastik das Problem, wenn der komplett ausgedehnt ist, habt ihr keinen Puffer mehr. Das heißt, entweder der Fischschlitz aus oder der Gummi reißt. Die Elastics sind hier so ausgelegt, dass ihr halt immer noch einen gewissen Faktor habt. Wenn nichts mehr geht, habt ihr trotzdem noch einen gewissen Dehnfaktor, dass der Gummi euch nicht kaputt reißt. Das ist gerade bei größeren Fischen von Vorteil. Sollte ich auf Brassen angeln mit den Competition-Routen, verwende ich zum Beispiel den blauen in 1,4 mm, den packe ich mir in die Competition-Routen rein und dann wirklich auf gezielt Brassen zwischen 1 und 3 Kilo. Beim Karpfenangeln 1,6, 1,8 und 2,0, also sprich einmal der grüne, einmal der pinke, einmal der weiße, sind meine absoluten Lieblingsgummizüge. Für Karpfen bis 4, 5 Kilo, 6 Kilo absolut ausreichend. Die halten relativ lange, wenn man die immer ein bisschen feucht hält, was beim Wasser ja eigentlich
grundsätzlich passiert. Die packe ich mir einfach in meine Kits rein. Eine Packung für ein Kit, da kommt man relativ gut mit klar. Man hat immer gesagt, Schnurstärke sollte dem Gummizug angepasst sein. Ist meiner Meinung nach nicht so ganz der Fall. Klar, man sollte darauf achten, dass man keine 0,25er Schnur an 0,7er Gummi macht, weil der Gummi reißt, bevor die Schnur reißt. Okay, da sollte man ein bisschen drauf achten. Für mich richtet sich eigentlich immer alles nach der Hakengröße, womit ich angle. Angle ich mit Haken, die genug Fleisch fassen, kann ich auch einen etwas dickeren Gummi angeln. Weil es geht immer darum, letztendlich ist die einzige Verbindung zum Fisch, die wir haben, der Haken. Haben wir einen sehr kleinen Haken, der nur sehr wenig Fleisch in der Lippe vom Fisch fasst und wir angeln einen dicken Gummi, ist es klar, der reißt sofort aus. Von daher würde ich mich bei der Gummizugstärke nicht unbedingt an eure Schnurstärke richten, sondern immer an die Hakengröße und natürlich an den Fisch, den ihr fangen möchtet. Da ist so ein kleiner Tipp von mir, im Gegensatz zu der Regel, wie man sonst hört, ja, ich komme seit Jahren viel besser klar und seitdem habe ich auch viel weniger Probleme mit ausschlitzenden Fischen. Und gerade im Wettkampf, jeder Fisch, der ausschlitzt, ist ein Fisch zu viel. Wir sollten diese Rate so gering wie möglich halten, um natürlich nachher das Netz natürlich so voll wie möglich zu haben, um den Wettkampf zu gewinnen. Das ist das Ziel, worauf wir hinarbeiten. Fehler Nummer 5, den ich ganz häufig sehe, ist, dass viele Leute vorm Posenregal stehen und sich einfach 50 verschiedene Posenmodelle mitnehmen, in unterschiedlichsten Gewichten. Dann am Wasser stehen, die Pose einsetzen, aber die gar nicht für die Situation gegeben ist. Für die Fische, für die Wassertiefe, für die Strömungsgeschwindigkeit. Da passt einfach nichts. Und dann wundert man sich natürlich später, warum man keine Fische fängt. Meine Devise ist eigentlich, da setzt auf Qualität und nicht auf Quantität. Ich persönlich habe 4 Modelle, die ich gerade in der Hand habe, die ich wirklich fast immer nutze. Es gibt natürlich Situationen, gerade in schnell fließenden Flüssen, wo mal eine Lutscherpose von Vorteil ist, oder mal sehr hohe Gewichte oder mal eine bestimmte Form. Und das sind alles Ausnahmefälle. Die Grundregel, ich sag mal, am See, in Kanälen, in leicht fließenden Flüssen, sind immer solche Posenmodelle hier. Fangen wir mal einmal hier an, ganz rechts in dem Fall von euch aus, haben wir den Schipper. Der Schipper ist ein Modell, ein sehr kurzes Posenmodell mit einer kurzen Antenne, mit einer sehr dünnen Antenne, mit einem kurz gedrungenen Körper und einem kurzen Stahlkiel. Die Pose ist eigentlich optimal dafür da, wenn wir in flachen Gewässern angeln, ich sag mal so bis 2 Teile tief, so bis 2,50 Meter Wassertiefe, vielleicht 3 Meter Wassertiefe, mit dünnen Schnüren, kleinen Haken und kleinen Ködern. Für die etwas schnellere Angelei, zum Beispiel auf Rotaugen, habe ich hier den Paolo. Der Paolo ist eine Pose, die stellt sich extrem schnell, die kann man sehr, sehr gut heben und senken durch diese stiftartige Form, hat eine etwas dickere Antenne als der Schipper, aber trotzdem den gleichen kurzen Drahtkiel. Die Pose nutze ich sehr, sehr gerne, gerade wenn wir ein stilles Wasser haben oder sehr leicht fließend im See oder in Kanälen. So bis 4 Meter Wassertiefe benutze ich die Pose sehr, sehr gerne mit einer kurzen Kettenbebleiung. Das heißt, die Pose kann ich sehr, sehr schön aus dem Wasser rausheben, wieder einsenken, ohne dass die groß ploppt. Die stellt sich sehr, sehr schnell hin und der Vorteil an dieser Pose ist auch, wenn ihr sie stellt, bekomme ich schon Bisse mit. Indem die Pose rechts oder links quasi wegzieht, kann ich schon Bisse im Fallen mitbekommen. Dann haben wir den Carry und den Power. Das sind zwei relativ ähnliche Posenmodelle. Unterscheiden sich eigentlich darin, dass wir hier beim Carry eine etwas mehr Tropfenform haben. Und der Hauptunterschied meiner Meinung nach an dieser Pose ist die Antenne. Wir haben einmal bei der Carry eine Fiberglasantenne. Fiberglas an sich trägt nichts. Das bedeutet, wenn wir die sehr fein ausbleien, haben wir trotz der etwas dickeren Antenne, ich sag mal von 1,5 mm ungefähr, einen relativ guten Sichtbereich, aber trotzdem gebieten wir dem Fisch relativ wenig Widerstand. Nachteil daran ist, wir können keine ewig großen Köder daran hängen. 2 Maisköder zum Beispiel sind für diese Pose nicht optimal. Für tiefe Gewässer, für mehr Strömung, für schwere Köder oder für das starke Blockieren verwende ich den Power. Der Power hat zum einen den Vorteil einer Innenführung. Das heißt, bei vielen Anschlägen, bei hohen Gewichten schneiden wir keine Schnur in den Posenkörper ein. Das heißt, die Pose hält sehr lange. Die Tropfenform ist im Gegensatz zum Carry etwas gedrungener. Das heißt, die Pose kommt nicht so weit aus dem Wasser raus, wenn wir verzögern. Das heißt, die Pose, eine Antenne bleibt eigentlich so und wir sehen maximal einen Teil des schwarzen Körpers. Das heißt, der Körper kommt nicht so weit aus dem Wasser raus, sondern die Posenantenne bleibt relativ unter, oder der Posenkörper relativ weit unter der Wasseroberfläche. Das heißt, wir können die Bisse sauber erkennen. Und wir haben in dem Fall eine Plastik-Hohlantenne in 2,5 mm Durchmessern. Die Plastik-Hohlantenne, dadurch, dass sie natürlich mit Luft gefüllt ist, trägt viel mehr. Hier kann man auch mit Maiskörnern arbeiten oder auch, was ganz geil ist, in Kanälen manchmal ein unterstes Bleischrot auf dem Grund aufliegen zu haben, dass der es über den Boden schrappt. Hier bei der Carry-Pose wird die Pose sofort untergehen bei Widerstand. Hier die Antenne bleibt oben. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen verzögert ein Bleischrot auf dem Boden schleifen lassen, ohne dass uns jedes Mal die ganze Poseantenne unter Wasser gezogen wird. Eigentlich für fast alle Situationen habe ich mit diesen 4 Posen alles abgedeckt und ich bin eigentlich immer top unterwegs. Vor allem macht es das für mich einfacher, weil jede Sekunde, die ich am Wasser spare, womit ich nachher nicht drüber nachdenken muss, ist für mich eine Sekunde, die ich mehr angeln kann.
Ja, Fehler Nummer 6, die Wahl des richtigen Hakens. Es gibt, glaube ich, unendlich viele verschiedene Hakengrößen im Markt. Mit weitem Bogen, mit engem Bogen, dicker Draht, dünner Draht, mit Öhr, mit Plättchen. Und die dann mal irgendwo sein Einsatzgebiet haben. Aber gerade als Einsteiger steht man da wie ein Ochs vor dem Berg. Hat keine Ahnung, worauf man achten soll. Und jetzt sage ich euch eigentlich mal, für mich gibt es eigentlich zwei Hakenmodelle, die ich immer mitschleppe am Wasser. Und damit kann ich auch den größten Teil abdecken. Ich bin auch kein Freund davon, 50 verschiedene Haken mitzuschleppen. Für mich sind eigentlich nur wichtig zwei Hakenmodelle, die eigentlich der Großteil der Angelei für alle Angler ausmachen. Das ist einmal ein langer Schenkel mit einem engen Bogen für die schnelle Angelei, für kleine Köder, um den Haken gut lösen zu können. Und einmal ein etwas weiterer Bogen mit einem etwas gedrungenen Haken, mit einer gedrungenen Hakenform, wo wir halt größere Köder, mein Gott, was ist denn heute los? Größere Köder, ja, größere Köder natürlich, aufspießen können, wie zum Beispiel ein Maiskorn oder ein Wurm, der viel Fleisch fasst, gerade bei den großen Fischen. Da habe ich einmal den N10 und den N20. Ich bin echt faul geworden, muss ich sagen. Und ich habe auch persönlich gar keine Zeit mehr, jetzt stundenlang Haken zu binden. Von daher nehme ich die fertig gebundenen Haken, einmal den N10 auf relativ dünnen Vorfachmaterialien. Von 0,8 auf Hakengröße 20 bis 0,12 auf Hakengröße 14 habe ich den jetzt hier drin, genau. Von 20 bis 14 ist eigentlich so meine Standardgrößen, die ich mitschleppe. Da kann man alles mitmachen. Der N10 ist ein Haken mit einem etwas kleineren Bogen, aber dafür einen längeren Schenkel. Den nutze ich dann sehr gerne, wenn die Angelei auf Rotaugen ist. Rotaugen sind Fische, die relativ schnell beißen und in hoher Stückzahl. Bedeutet, ich möchte den Haken schnell lösen können. Und da kommt mir ein langer Schenkel sehr gelegen. Beim Angeln mit größeren Ködern auf größere Fische benutze ich den N20. Der N20 ist halt ein etwas gedrungener Haken mit einem weiteren Bogen. Der hat auch etwas dickere Vorfachstärken, da können wir halt etwas stabiler mit angeln. Ja, und dann nutze ich dann halt Köder wie Wurm, Mais, Caster, Made. Oder auch wenn ich in Fließgewässern angel, weil dort die Fische nicht so extrem darauf achten, auf den Haken, sondern der Futter ist so groß, entweder die packen den Köder oder packen ihn nicht. Und da nutze ich halt die Möglichkeit, mit diesem weiteren Bogen den Fisch etwas schneller und sicherer zu haken, weil natürlich viel mehr Fleisch fasst. Macht euch aber nicht so viele Gedanken um die Haken. Zwei vernünftige Hakenmodelle, da könnt ihr eigentlich für den Einstieg alles perfekt mit abdecken. Ihr seid relativ kostengünstig unterwegs, ihr packt euch ein paar Haken in so eine wasserdichte Dose, schmeißt in eure Taschen, eure Sitzkeeper rein und müsst einfach nicht groß drüber nachdenken, welchen Haken ihr nehmt, sondern wie ich gerade erklärt habe, für unterschiedliche Situationen die beiden Haken. Schaut, welche Situation ihr am Wasser vorfindet, dann könnt ihr angeln. Und ich denke, damit steht ihr nicht mehr wie im Ochs vom Berg, sondern ihr habt schon mal einen gewissen Leitfaden. Alles andere mit den Haken kommt dann später. Und je nachdem, wie verrückt ihr seid, dann natürlich auch mit der Zeit. Die Leute sparen an ihren Abrollern. Und das ist für mich eigentlich sogar noch schlimmer, als an der Kopfrute zu sparen. Ihr bezahlt Geld für eine Kopfrute, ihr wollt sauber angeln und man holt sich dann einen Abroller, weil man denkt, komm, ich hole mir einen für 20 Euro, hat man so ein Klappergerüst da stehen, einmal Wind, alles fliegt um, man trifft einmal einen Abroller nicht, haut den mit der Kopfrute um, die Kopfrute fällt auf den Boden, am besten auf irgendeinen Stein, die Kopfrute ist kaputt und dann sagt man sich, warum hätte ich mir nicht einen vernünftigen Abroller geholt? Welchen Abroller ihr holt, ist eigentlich natürlich eure Sache. Es gibt unterschiedliche Formen am Markt. Die bekanntesten Formen sind eigentlich wie hier, ein flacher Abroller mit in dem Fall drei Aufnahmeflächen, der eine flache Ablage bietet und es gibt einmal den V-Roller, quasi der wie ein V hochgeht. Ich persönlich für 95% meiner Angelei benutze ich immer diese flachen Abroller, da ich da einfach einen viel größeren Bereich habe, wo ich meine Kopfrute drauf ablegen kann. Das geht für mich viel schneller. So ein V-Abroller, da muss ich immer aufpassen, dass ich genau in dieses V reinkomme mit der Kopfrute. Heißt, ich muss zwangsweise nach hinten gucken. Beim Angeln, das stört mich schon, das kostet viel Zeit. Ich habe nicht die Kontrolle auf dem Fisch vorne, kann mich konzentrieren, was ich mache, sondern muss irgendwo hinten versuchen, das Loch mit der Kopfrute zu treffen. Meistens bin ich da viel zu blöd für. Anderer Nachteil bei dem V-Abroller ist, wenn ihr viel Wind habt und gerade günstige Abroller, die sind einfach nur oben offen, euch kommt eine Windböe und die drückt euch die ganze Kopfrute aus diesem V-Abroller hoch und der wirkt quasi wie eine Rampe, schleudert eure Rute nochmal einen halben Meter, anderthalb Meter höher in die Luft und dann habt ihr auf jeden Fall die Garantie, dass die richtig kaputt ist. Von daher einen vernünftigen Abroller. Ich habe jetzt den brandneuen Absolut-Abroller hier. Der ist sogar noch brandneu. Den bekommt ihr in so einer Tragetasche. Die ist bei mir beim ersten Mal auspacken sowieso weg. Hier habt ihr kleine Rollen, die könnt ihr quasi durchziehen, hochklappen. Die rasten ein und die gehen auch nicht mehr kaputt. Also die sind echt stabil. Dann könnt ihr hier einmal mit einer Schraube die Beine lösen. Zack, zack, die rasten ein. Ups, natürlich in die richtige Position. Und festdrehen. Könnt ihr sehen, steht selbst in ein paar Minuten. Hier hängt nur so ein Sack dran mit irgendwelchen Ersatzteilen. Jetzt der Abroller hat hier auch zum Vorteil eine abnehmbare Rolle. Das heißt, wenn ihr auf der Sitzkiepe sitzt, ihr könnt die Rute nach hinten schmeißen, ihr stoßt nirgendwo mehr gegen. Also das, ich weiß nicht, was sind das, 80 cm, die trifft man natürlich in jeder Situation. Die Rollen sind super weich. Und geile hier ist, wenn hier mal Wind kommen sollte,
macht ihr Folgendes. Ihr drückt euch hier diese äußeren Rollen einfach zur Seite. Und jetzt die Kopfrute kommt, die Haut hier gegen, kann nicht mehr ausgehoben werden. Das heißt, es ist super stabil. Und im Notfall ein Karabinerionen einhängen, einen Eimer mit Wasser oder einen Sandsack. Dann fällt auf jeden Fall gar nichts mehr und eure Kopfrute ist immer safe. Beine natürlich verlängerbar, so hoch wie ihr haben wollt. Ich glaube, bis 1,50 Meter kriege ich den hoch und mit unseren neuen Leg Extensions so hoch wie ihr wollt. Also von daher, nehmt ein bisschen mehr Geld in der Hand, dann seid ihr auch safe und ihr habt lange Spaß an eurem Gerät. Ja, jetzt kommen wir nicht mal zum wichtigen Teil oder zum wichtigen Bereich, und zwar das Handling mit der Kopfrute am Arbeitsplatz auf eurer Sitzkiepe. Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, über die richtige Auswahl der Produkte, was ihr so grundlegend alles braucht. Ich denke, das haben wir auch gut behandelt. Jetzt geht es natürlich darum, jetzt haben wir eine Kopfrute aufgebaut, wie stecke ich die richtig zusammen, wie positioniere ich den Abroller, wie schiebe ich die richtig raus und rein, um natürlich damit sicher umzugehen und das auch gut zu üben. Wir haben jetzt in dem Fall die Euro XS Carb 1000 in 11,5 Meter. Wie ich euch schon gesagt habe, 11,5 Meter ist so eine Basislänge, die ich euch immer empfehlen würde zu Beginn. Wir haben hier einmal das Kit und dann die 5 weiteren Teile der Rute. Ihr habt an den Routenteilen selbst immer Markierungen, einmal an dem Einschub oben und unten. Die sind in dem Fall je nachdem nach Route auch eigentlich bei jedem Hersteller markiert. Und da ist einfach die Carbonfasern sind hier überlappt an der Stelle. Das heißt, wir haben hier das dickste Material. Und man sollte mal darauf achten, wenn man die Teile zusammenschiebt, dass beide Pfeile gegeneinander laufen. Das ist quasi, wenn ich nachher die Route aufbaue und habe die ganze Route in der Hand, dass die doppellagige Carbonmatte einmal komplett die Route langläuft. So habe ich das beste Ergebnis der Route, das steifste Ergebnis der Route und auch das am besten zu fischende Ergebnis der Route. Das macht natürlich jetzt keinen riesen Unterschied. Also ihr werdet jetzt nur, weil ein Teil verdreht ist, nicht plötzlich sagen, oh, die Route ist mega und die Route ist schlecht. Aber einfach für den Komfort, für die Langlebigkeit der Route und auch für die Performance der Route ist das ein sehr ausschlaggebendes Teil. Ich habe die jetzt mal aufgebaut, wir packen die mal kurz zusammen. Ich mache das jetzt so, wie ihr das macht, ist egal. Hauptsache, die Route geht natürlich dabei nicht kaputt. Ihr steckt die beiden Teile zusammen. Kleiner Tipp von mir ist, immer schräg und dann gerade. Nicht von vornherein gerade, da können euch Teile bei ausbrechen. Ich lege die Route schräg zusammen, im Winkel sagen wir, von 30 Grad. Pack die dann rein, stecke die dann zusammen in einer leichten Drehung, füge ich die zusammen, dass halt diese beiden goldenen Pfeile in eine Richtung zeigen. Das mache ich jetzt erstmal mit jedem Teil und dann melde ich euch wieder. Wir haben ja die Route zusammengesteckt, die liegt jetzt auf dem Abroller vorne in unserer Befestigung der Sitzkiepe, die ich euch vorhin schon mal gezeigt habe. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, die Positionierung eures Abrollers, wie nah zur Sitzkiepe hin. Ich habe den jetzt mal mit Absicht besonders falsch aufgestellt. Nicht von der Höhe, sondern einfach von der Distanz. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt das Ende der Route, ich sag mal so 80 cm, guckt hinten raus und die restlichen 7 Meter sind nach vorne. Bedeutet, das zeige ich euch jetzt gleich im Video, ihr schiebt raus. Und der hintere Teil eurer Route fällt euch nach hinten. Das heißt, gerade beim Kappen, wer kennt es nicht, oder das ist bestimmt vielen schon passiert, ihr habt einen Ball vorne drin in eurem Cupping-Kit, schiebt raus, plötzlich der Abroller steht zu weit hinten, die Route kippt euch nach hinten, weil ihr vom Gewicht nicht gut verteilt habt. Der Ball fällt euch irgendwo bei 5 Metern raus, wo er bei 11 Metern natürlich im Wasser landen soll. Es gibt eine Faustregel, wie ihr den Abroller positionieren müsst oder solltet. Um eure Kopfrute zu schonen, solltet ihr nie mehr als zwei Teile nach hinten rausstehen haben. Das ist wichtig. Sonst habt ihr die Route extrem gebogen. Und je nachdem, wenn man noch etwas unerfahren ist mit der Handlung und natürlich, wenn mal Wind kommen sollte, kommt so viel Schwung auf diesen hinteren Bereich, dass die Route natürlich brechen kann. Ich achte immer so darauf, dass ich maximal so, ja, hört sich jetzt ein bisschen doof an, so 1,8 Teile hinten über den Abroller drüber habe, dass quasi die zweite Steckverbindung irgendwo in diesem Bereich hier ist, vor dem Abroller. Da bin ich relativ safe mit. Sollte natürlich ich mit einer langen Route angeln, ein zweiter Kit, eine 16 Meter Route, muss ich einen zweiten Abroller verwenden. Da wollen wir aber heute nicht hin, weil wir von 11,5 Meter Kopfrouten gesprochen haben. Das ist eine Sache für sich mit langen Kopfrouten. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt natürlich gerne unter das Video, dann machen wir darüber ein separates Video nochmal. Ja, jetzt zeige ich euch mal kurz, was ich damit gemeint habe, dass der Abroller zu weit hinten steht. Und zwar nehmen wir uns das Kit, stecken das auf die Route rauf. Wenn wir jetzt die Route nach vorne schieben, ist so viel Belastung hinten, kommt man sofort sehen, dass die Route runterfällt vom Abroller. Das bedeutet hier, ich lege das nochmal drauf, roll die Route jetzt ganz normal nach vorne ab und jetzt kriegt die natürlich hinten Last und fällt uns hier runter. Extremes Beispiel. Haben wir jetzt Steinboden, ist die Route schon kaputt. Haben wir vorne ein Cupping-Kit mit dem Ball Futter drin, ist der Ball mit Futter auf jeden Fall vorher schon raus, bevor wir am Platz sind. So ist die Position des Abrollers natürlich denkbar ungünstig und den müssen wir jetzt erstmal verstellen.
Ja, jetzt steht der Abroller eigentlich perfekt, leicht schräg zu uns. Man sollte den Abroller nie direkt gerade hinter sich machen. Wenn ich den Fisch anschlage, ziehe ich sofort meine Rute gerade zurück. Das heißt, der Gummizug arbeitet nicht vernünftig. Ich würde den Abroller immer so, ich sag mal, weiß nicht, was sind das, 15 Grad versetzt zur Sitzgiebe machen. Wenn ich anschlage, ziehe ich den Fisch ein bisschen rüber, bringe den Gummi auf Spannung und dann rolle ich ab. Das ist bedeutend einfacher und auch viel sicherer für den Drill später. Und natürlich auch viel angenehmer, weil ich gar nicht so meinen Kopf drehen muss, sondern nur ein kleiner Blick nach hinten schräg reicht und ich sehe den Abroller schon. So steht der Abroller jetzt auch perfekt. Wie ihr sehen könnt, ungefähr, müsst ihr mir jetzt bei mal ein bisschen mitspielen, bei ungefähr 1,8 Teilen liegt die Kopfrute auf dem Abroller drauf. Wenn ich die jetzt hochnehme, die Rute, könnt ihr sehen, die liegt sehr entspannt. Also die fällt mir nicht in eine Richtung. In eine Richtung wird es immer fallen, aber die ist relativ ausbalanciert auf dem Abroller. Und das ist eigentlich die Grundeinstellung, die wir beachten sollten. Wenn ich jetzt mein Kit nehme, kann ich ganz entspannt die Rute nehmen, ohne dass die mir schon aus der Hand fällt. Das ist alles sehr entspannt. Das Kit aufschieben und jetzt das Wichtigste beim Rausschieben. Ich kann rausschieben und die Rute wird flüssig übernommen. Das heißt, die fällt nicht nach vorne, die fällt nicht nach hinten, sondern ich kann ganz sauber die Rute rausschieben auf den Platz. Wenn ich jetzt anschlage und einen Fisch habe, reicht ein kurzer Blick nach hinten, leg die Rute drauf und jetzt kann ich schon mit einer Hand theoretisch mit der Rute arbeiten. Bedeutet, ich muss nur noch eine Hand festhalten und kann so die Rute abschieben. Ist ein bisschen Übung, das sollte man für sich so ein bisschen ausprobieren, je nachdem wie der Abroller stehen muss. Das ist so ein bisschen gegebenheitsabhängig, aber auch anglertechnisch abhängig. Manche haben den lieber ein bisschen weiter hinter sich, manchmal ein bisschen mehr versetzt. Das ist je nachdem, wie ihr auch drillt und mit welchem Material ihr drillt. Aber das ist ja der Spaß am Wasser, ihr solltet das ausprobieren. Aber das ist so eine Grundbasiseinstellung, wo man sich rantasten kann. Und nachher die Feinheiten macht dann jeder für sich selber. Aber die Basis sollte immer so aussehen. Ja, jetzt haben wir den Abroller an der richtigen Stelle. Die Rute können wir sauber abrollen. Jetzt geht es noch darum, wie ich die Rute richtig festhalte, damit ich auch angenehm angeln und natürlich schnell und sicher anschlagen kann. Wie ich die Rute rausschiebe, ist vielleicht auch noch gut zu erwähnen. Je nachdem, also bei kurzen Routen und bei schnellen Angeln mache ich das direkt über die Hand. Wenn ich die Möglichkeit habe und das passt vom Wasser, lege ich mir die aufs Bein und schiebe quasi nur nach, halte hier fest und halte die so lange auf dem Bein. Das ist eigentlich vom Gewicht her einfacher, gerade beim Kappen. Das ganze Gewicht der Rute geht nicht immer auf den Arm und auf die Hände drauf, sondern wird quasi von dem Oberschenkel erstmal gehalten. Das spart euch auf jeden Fall viel Kraft, gerade über lange Angelzeiten. Deshalb lasst sie so lange wie möglich auf eurem Oberschenkel und jetzt schiebe ich die quasi über meinem Oberschenkel nach vorne, bis ich die hier zu fassen kriege. Und jetzt schiebe ich die nach vorne, halte hier meine Hand fest, halte die vorne und knicke quasi nur meinen Ellenbogen ein. So legt die Rute jetzt unter meinem Ellenbogen, mit einer Hand festgehalten. Ich bin direkt am Ende der Rute, auf meinem Oberschenkel. Ich kann jetzt, wenn windig ist oder die Rute schwer ist, mich schräg hinsetzen, dass ich das über beide Oberschenkel habe und kann selbst lange Routen, 16 Meter, natürlich auch mit einer Hand halten. Das ist kein Problem. Und so ist eigentlich die Standardausgangsposition. Anschlagen tue ich immer mit meinem Bein, was vorne ist. Und wenn ich einen Biss habe, ich halte hiermit nur die Rute fest, gehe ich quasi mit meinem vorderen Fuß nur auf die Zehenspitzen drauf. So mache ich keinen extremen Anschlag, weil manchmal das Problem, wenn man mit der Hand anschlägt, man will zu viel, schläge wie der letzte Wilde an, haut den ganzen Fisch den Haken natürlich aus dem Mund raus. Wenn ich hier nur auf die Zehenspitzen gehe, gibt es nur einen kurzen Impuls, die Rutenspitze wackelt nur kurz, ne? Und so ist eigentlich meine Anschlagtechnik. Ich würde niemals mit beiden Händen an die Rute gehen, außer wir haben viel Wind, weil wenn ich hier vorne fasse, ist der Hebel so groß, von hier bis hier, da habe ich so viel Kraft, da haut man wirklich häufig den Fisch daneben. Also wie gesagt, einfach aufs Bein legen. So kann man die Rute auch ohne Ablage vorne locker 4 Stunden halten. Gerade in 11,5 Meter ist alles ziemlich entspannt. Abrollen genau das Gleiche. Die Rute halte ich hier fest. Die Hand bleibt quasi immer hier an der Rute, immer gleich. Wenn ich jetzt abrollen will, fasse ich mir hier die Rute an, ziehe mir die nach hinten. Jetzt bin ich in der gleichen Ausgangsposition wie vorhin. Und jetzt gehe ich quasi hin, ziehe mir die Rute erstmal nur mit der hinteren Hand, die vordere Hand führt. Und wenn ich merke, die Rute ist ausbalanciert, dann kann ich die hochnehmen, auf den Abroller legen, nach hinten gehen. Wichtig, nicht gerade rausziehen. Wenn ihr die Teile auseinanderziehen wollt, fasse ich immer hier und hier und drehe mir einfach meine beiden Hände. Das heißt, auch wenn ein bisschen Feuchtigkeit drunter ist, verstopft da nichts. Packt man die Rute weg, die ist safe und kann dann das Cupping-Kit weglegen, den Fisch drillen, neu beködern, halt, was ich halt mit dem Kit halt so machen möchte. Ziemlich simpel, aber für mich ein essentielles Thema, wie man die Rute richtig festhält, weil das ist nachher das, was das Angeln bequem macht. Nichts ist schlimmer, wenn man nachher sagt, ich will nicht mehr Kopfruten angeln. Ich habe 4 Stunden die Rute festgehalten, mir tut die Schulter weh, mir tut der Arm weh. Von daher probiert es mal ein bisschen aus, wie es für euch am besten ist, über 2 Beine, über 1 Bein.
Und dann habt ihr nachher eigentlich auch ein sehr effizientes und sehr schonendes Angeln. Ihr könnt ohne oder lange angeln, ohne dass euch nachher alles wehtut. Gerade im Winter jetzt bei kalten Temperaturen, wenn die Hände schon so ein bisschen anfangen, ungemütlich zu werden, dann mit einer schweren Kopfrute zu hantieren und man weiß nicht wie, ist äußerst unangenehm. Aber so denke ich für euch kein Problem mehr. Ja, ihr wisst jetzt genau, wie man einen Abroller aufbaut. Ihr wisst, welche Kriterien einer Kopfrute wichtig sind oder generell mit den kleinen Teilen, mit den Haken, mit den Posen, mit der Sitzkiepe. Ihr wisst, wie man die Rute rausschiebt, wie man die fesselt, wie man richtig anschlägt. Alles andere läuft einfach intuitiv ab. Von Angler zu Angler hat da jeder seine eigene Technik, die sich irgendwann findet und womit er am besten klarkommt. Ich habe euch hier einen groben Leitfaden gegeben, wo ich meine, dass ihr damit einen guten Start haben könnt und den Rest fuscht ihr euch sowieso selber nach und nach Angler zu Angler zusammen. Da gibt es natürlich kein Geheimrezept, jeder macht das so, wie er will und wer fängt, hat recht, habe ich mal gehört. Eine Sache, die ich aber trotzdem, die oft vergessen wird, die ich trotzdem euch noch mitgeben möchte, ist folgende. Wenn ihr schon Geld in eine Kopfrute investiert, achtet bitte darauf, wie ihr die einpackt. Gerade wenn wir angeln und wir haben viel Erde, zum Beispiel an Händen, oder wir angeln auf Sandboden, was häufiger mal passieren kann, und wir haben hier Sand auf der Kopfrute und schieben die zusammen später beim Einpacken, kann es sein, weil die Teile ziemlich passgenau ineinander passen, dass einerseits natürlich, ich zeige das mal hier, diese Steckverbindungen zusammenklemmen können, wenn ich quasi hier auseinander mache, hier ist Sand drin und ich stecke die aufeinander ziemlich feste, dann fressen diese beiden Teile. Umgedreht kann ich das aber genauso gut haben, wenn auf dem Teil Sand ist und ich schiebe die Rute nachher ineinander, dass ich die Teile, die ineinander geschoben sind, nicht mehr auseinander bekomme. Das heißt, ich habe von 7 Teilen der Rute, habe ich 6 Teile da und der 7. und 8. Teil oder 6. und 7. Teil klemmt zusammen, ist auch besonders blöd. Von daher mache ich immer Folgendes, habe ich mir so angewöhnt, wenn die Rute ganz versaut sein sollte mit einem nassen Lappen, jetzt hier, wenn sie nur leicht, also leicht dreckig ist, aber nichts weiter gesehen hat, gehe ich einfach kurz hin, nehme mir meine Hand von oben nach unten, einfach nur das einmal ein bisschen der grobe Schmutz und der Sand weg ist. Und ihr wisst genau, beim nächsten Angeln packt ihr die Rute aus. Ihr könnt damit angeln, ohne irgendwelche ärgerlichen, ja, oder besser gesagt, Schockerlebnisse zu haben am Wasser. Weil ich habe selber schon gehabt, ich war am Wasser beim Wettkampf, habe die Rutenteile nicht auseinanderbekommen. Ja, beim Wettkampf, wo man 13 Meter angeln muss und man hat nur 9 Meter der Rute frei, wie es ausgegangen ist, könnt ihr euch natürlich selber denken. Ja, ich denke, von meiner Seite ist aus soweit alles gesagt. Wir haben über die Route gesprochen, über die ganzen Kriterien, über die Anforderungen, was so basic-mäßig für Anfänger wichtig ist, worauf ihr achten solltet. Alles andere könnt ihr natürlich jederzeit mich gerne über Facebook, Instagram oder natürlich bei Preston sofort anfragen. Das ist alles gar kein Problem. Wir antworten euch da gerne, stehen mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung. Und ansonsten steht, denke ich, eurem ersten Kopfrutenabenteuer nichts mehr im Wege. Wie ihr sehen konntet, ihr braucht nicht für 100.000 Euro Materialien, wie es immer gesagt wird, 50 verschiedene Taschen, eine gewisse Grundausrüstung, der Rest kommt nachher sowieso, um sich erstmal reinzufuchsen, um erstmal den Spaß an der Sache zu finden und alles andere nach und nach mit dem Wettkampf, mit den Erlebnissen oder vielleicht auch mit der Professionalität, die man an den Tag legen möchte, ändert sich die Sachen sowieso immer. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß am Wasser, viel Spaß beim Aussuchen eurer Kopfrute und natürlich viel Spaß beim Wettkampf und ich wünsche euch jederzeit viel Erfolg beim Angeln mit der Kopfrute. Bis dahin, wir sehen uns, habt noch einen schönen Tag. Sollte dir natürlich das Video gefallen haben, denkt natürlich dran, wie oft sage ich heute eigentlich natürlich, gebt uns einen Daumen nach oben natürlich, macht uns natürlich einen Kommentar und habt ihr weitere Ideen für Videos, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir sehen uns, bis dahin, viel Erfolg. Ciao, ciao.